Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier bei The Forest. Ich mache mir gerade so ein bisschen Sorgen wegen der Ernährung. Und ich werde auch gleich. Oh, jetzt ist er durchs Feuer gelaufen, dieser Trottel, ey. Ich wollte mir noch den Schutz, weil wenn ich das schon höre. Ja, Mann, ist doch gut. So, dass wir uns hier den Schutzwall noch ein bisschen verbessern. Hier können wir den nämlich ineinander klacken. Ja. So. So, siehst du. Okay. Stockelduster. Können wir gleich mal speichern, wenn es eh dunkel ist. Jo, und wenn wir wach werden, ist es noch dunkler. Klasse. Und wir sind hier am kompletten Verhungern. Na, du machst das Ding fertig. Was fehlt noch? Gator-Locks. Das Gator-Locks? Nee. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Wo ist mein Feuer? Mein Feuer ist nach dem Speichern verschwunden, oder was? Es war nicht temporär. Es war nicht temporär. Oh Gott. Ich habe kein Feuer mehr. Was ist hier mit der Taschenlampe? Damit könnten wir die ja abwehren. Hier ist mein Feuer, mein richtiges, wa? Genau. Na, mach an! Was ist dein Problem? Mach das Feuer an, Mann! Sorry. Oh, guck mal, jetzt habe ich das ja in den Baum eingeklinkt. Mist, wollte ich gar nicht. Hier sollte das rangeklinkt werden. Naja, ist egal. Jetzt kommen die gleich wieder, wa? Komm, wir bauen uns hier mal. Sind die, kommen die schon? Ach, nee, da sind sie schon. Oh Gott, da sind sie schon. Wenn ich mich jetzt nicht weiter bewege, dann sehen die mich ja, glaube ich, nicht. Er kommt da. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Oh Gott, dann gleich so viele wieder. Ich stelle mich mal hier ans Feuer. Verpisst euch, Mann. Probiert's mal mit der Taschenlampe. Wie gefällt euch das? Steht ihr auf Taschenlampen? Nein! Warum habt ihr denn keine Angst vor der Taschenlampe, Mann? Ich hab so einen Hunger. Könnte ich ja jetzt im Prinzip hier gemütlich mit meiner Taschenlampe den Baum weiterfilmen. Ich weiß, ich bin immer sehr risikofreundlich, solange bis ich eine rübergezogen kriege. Nein, nein, nein! Jetzt wieder diese beschissene Höhle, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf. Mit diesem Vieh da. Man auch noch nicht töten, soweit ich das mit. Jetzt haut er ab oder was? Hat Angst vor mir? Wo ist mein Haus? Kann ich hiermit was tun? Nee. Kerze, okay. Ich will nach Hause, Mann. Und nichts zum Looten hier. Mal gucken, wie lange die Taschenlampe hält, ey. Er ist schon ein bisschen besser jetzt hier zum Laufen. Um den Ausgang eventuell zu finden. Aber wir wissen ja schon, was auf uns zukommt. Da kommt dann nämlich der Raum, wo die beten. Wahrscheinlich. Und dann war's das. Ja, hier sollst du hochspringen. Los. Los. Na los, mach schon. Mann.
Junge! Junge! Durch da, durch die Spalte mit dir! Durch die Felsspalte, los! Mach schon! Los! Okay, ja. Weiter. Die Taschenlampe hält auch nicht ewig. Guck mal, hier ist wieder dieses Seil. Wenn ich da E drücke, ist es einfach nur weg. Im Inventar kann ich es nicht sehen. Hier habe ich noch einen Arm drin. Keine Ahnung, wo der herkommt. Heißt doch Arm. Kann man sogar als Waffe benutzen, sagt er. Nein, nicht, dass ich jetzt wieder zurücklaufe. Hier muss ich lang. Da. Siehst du, da sind sie wieder. Da komme ich nicht vorbei. Ist ja denn, ich schleiche mich hier am Rand lang. So. Ja. Einschlag. Ein einziges Sterben hier, wa? Macht das überhaupt noch Spaß zuzugucken? Und mein Mückenstich hier kratzt wie verrückt. So, was denn? Bin ich jetzt schon wieder in Höhle? Nö. Ah, okay, jetzt hier machen wir die Folge noch voll hier. Ja. Ich mache halt den Fehler, dass ich mein Lager nicht geschützt genug aufbaue scheinbar. Ich habe aber keinen Bock, wie die anderen Let's Player, bedeutende Let's Player, ich möchte die Namen nicht nennen, genau an derselben, ist doch Quatsch, wenn wir alle an derselben Stelle der Insel unser Lager aufbauen. Ich will mein Lager aufbauen, wo ich will. Weil wenn sich rausstellt, dass nur diese eine Stelle da in dieser Bucht, in diesem Verschlag da, dass das die einzige sichere Stelle ist, wo man ein Lager aufbauen kann, dann kannst du das Spiel in die Tonne kloppen. Ja, ich will das Spiel, das Lager da aufbauen, wo ich will, ganz einfach. Sonst ist das für mich kein Survival, wenn da so viele Vorschriften sind und so. Wisst ihr, was ich meine? Nicht Vorschriften, was habe ich schon wieder erzählt? Also so, ja, wenn da so wenig Freiheit ist, sagen wir es mal so, okay, es ist stockduster. Und wir machen mal unser Feuerchen an. Wenn es denn noch da ist. Ja, so schön. So, jetzt kommen die ja gleich, wissen wir ja aus Erfahrung. Und hier ist der Baum, den wir eigentlich fällen wollten. Mal gucken. Das war unser, an unserer Palisade. Scheinbar können wir ja, wenn wir immer wieder laden, können wir ja scheinbar doch unser Bauwerk hier fertig machen. Wenn wir immer wieder neu laden und weiterbauen können und unser Inventar noch haben, sieht doch eigentlich, ist doch gut, oder? So, ja. Baumfeld, okay. Plong. Ihr müsst auch nicht immer jedes Mal durch die ganze Welt fliegen, Mann. Ihr Stämme. Okay. Guck mal, hier will ich auch noch einen kleinen reinbauen. Pop. Ich weiß noch nicht, wozu das Handy gut ist. Kriegen wir alles noch raus. So. Hier. Eine Basic Wall. Die gibt's auch. Guck mal. So, und die will ich nämlich jetzt hier reinbauen. Hier, guck mal. Guck mal hier. Bau die mal hier rein. So, hä? Genau. So, weiter geht's. Wo sind die anderen Baumstämme hier? Zack. Zack. Ja, wenn du sie schon mal so weit hast, dass du nur noch von vorne angreifen können, dann hast du eigentlich schon eine Chance. Aber was ich noch nicht erwähnt hatte, es gibt neuerdings Mods. Also es ist schon seit der 0.02 gibt es irgendwie Mods. Zwei Mods, von denen ich bis jetzt gehört habe. Gibt es wohl auch einen Modloader, aber da werde ich hier nichts verlinken, weil ich nicht weiß, wo es das gibt und weil ich das gar nicht benutze. Wollte ich euch nur mal sagen.
Falls ich sowas mal benutze, sage ich es euch natürlich und dann mache ich natürlich auch einen Link dazu und sage was dazu. Aber im Moment weiß ich nur, dass es das gibt. Dass es wohl irgendwie so ein paar Kleinigkeiten hier korrigiert, dass es ein bisschen besser spielbar ist, aber das war es auch schon. Ich benutze nicht so gerne Mods. Höchstens Mods, Übersetzungsmods, die das Ganze dann auf Deutsch machen. Ah ja, guck mal, ein bisschen fehlt jetzt aber noch. Ach ja. Ah, guck mal, jetzt haben wir das ist jetzt zum Beispiel der Originalsound von dem Spiel. Der läuft jetzt hier weiter. Das ist nicht von meiner Playlist. Es sei denn, dass der Titel... Nee, der ist nicht drauf auf der Playlist. Glaube ich nicht. Ja, das ist jetzt wieder blöd, weil das... Naja, gut. Aber zwei sind, glaube ich, jetzt in den See reingefallen. Ne, hier fehlt noch was, war? Zwei noch. Bloß nicht so weit weg. Nun komm. Noch höre ich sie nicht, noch haben sie mich nicht gefunden. Ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Raumfeld. Ja, so, sehr schön. Ja, man könnte natürlich, wenn es hell ist, Holz sammeln und so weiter. Und dann bauen, wenn es dunkel ist. So, komm mal, mach mal hier was Schönes. Fehlt noch was? Oh nee, da sind sie schon. Da ist sie schon. Oh Gott, sie sind wieder zu dritt. Na toll. Hier ist auch alles verbuggt, das nervt. Ey, warum ist das denn verbuggt? Ach, guck mal, die laufen weiter. Komm, wir bleiben mal ganz ruhig hier stehen und bewegen uns nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man sich überhaupt nicht bewegt, dann nehmen die einen auch nicht wahr. Ich bin gerade wieder am Verhungern. Geht ruhig weiter, hier ist nichts. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Ja, jetzt gehen sie wieder weg. Ohohoho. Wisst ihr, was bloß die große Preisfrage ist? Die Preisfrage ist, wo bekomme ich jetzt was zu essen her? Das macht mir Sorgen. Noch ein Baum fällen? Oder habe ich was im Inventar noch? Nein, mein Inventar ist natürlich gewohnheitsgemäß leer. Da habe ich es eben schon wieder gehört. Da kommen sie. Komm her, ich brauche noch zwei Köpfe, Mann. Ja, komm her, Mann. Das ist ja eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen hier, wa? Wenn die dann auch noch von mehreren Seiten angreifen, der hängt da hinten, Gott sei Dank. Wow. Jetzt brennt er, das ist schon mal gut. Oh nö, du hast doch gebrannt, Mann. Ah, jetzt verbacken sie ein bisschen. Das ist schon mal ein Vorteil. Oh, was hast du da eben gebaut? Jetzt hängen sie da alle. Kommt einer. Gib mir bloß was zu essen, Mann. Jetzt könnte ich ja den, der hier hängt, da schlagen, oder was? Oh nein, zurück zum Feuer.
Nein, wie viel seid ihr denn? Hört doch auf, Mann. Oh. 5 Mann, ey. Ja, haut bloß ab wieder, ey. Na super. Verpisst euch. Du bist hier der Anführer, wa? Mal sehen hier. Wenn ich deine Kumpels hier von hinten angreifen, habe ich einen Scheiß, wa? Los, renn, 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 zurück zum Feuermann. Nein, wo ist er, wo ist er? Ich habe mich selbst angebrannt, der Klassiker wieder. Der Klassiker. Nein. Habe ich noch was, was ich essen kann? Medizin. Gibt Schwack auf ihr Steppmeter. Aber eine Pflanze. Ja, komm her. Komm auch her. Backst du da an die Wand rein, wa? Nein, 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 nein. Wo bist du? Wo bist du, Feind? Komm, hau da nicht immer ab, Mann. Hau da nicht immer ab. Ich werde hier langsam wütend mit euch. Ich bin sie eh am Verhungern. Muss, schlag den doch tot, Mann. Der Kopf, den brauche ich. So. Juhu. So, haut ab. Ich muss euch alle töten. Nein, 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 nein. Ey, es ist so spannend. Jetzt bin ich schon wieder in der Höhle. Steht da ein Wasserglas? Kennen wir doch alles schon. Will ich nicht. Und du? Kann man dich anzünden? Du haust dann ab, wenn ich dich schlage, wa? Hatten wir doch schon mal. Ja. Das war's. Jetzt hängt sie da wieder in der Ecke. Ich sag mal sie. Nee, kann man nicht umbringen, das Ding. Moment noch nicht. Im Trailer ist es ja so, dass sie dann auch auf den Dingern da reiten können. Embryo. Embryo. Gut. Ich habe ja keinen Bock auf die Höhle. Nächstes Mal laden wir dann den Spielstand wieder. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Es hat wieder Spaß gemacht. Es ist sau spannend. Gerade weil alles noch nicht funktioniert, habe ich manchmal den Eindruck. Und dadurch immer irgendwelche unvorhergesehenen Sachen passieren. Man kommt irgendwie nicht so richtig vorwärts, aber ist trotzdem geil. Gut, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, lasst mir doch ein Like da, einen kleinen Daumen nach oben. Wobei ich das eigentlich überflüssig finde. Man kann das jede Folge sagen. Freu ich mich über die Likes, aber och, ist doch alles egal. Was nicht egal ist, ist, guckt wieder bei UFOmann LP vorbei, schaut meine Videos, schreibt vielleicht einen schönen Kommentar. Tschüss!